Ja, liebe Genossinnen und Genossen, im vorletzten Jahrhundert sagte Ferdinand Lassalle, jede revolutionäre Tat beginnt damit auszusprechen, was ist. So, diese Bemerkung richtet sich an den Genossen Xaver Merck. Das ist nämlich hier gesagt, im Landesverband Bayern hätten wir keine Krise. Sag mal, wo lebst du überhaupt? Du sprichst von unfähigen Strömungsdiskussionen. Ich denke, es gibt Diskussionen und Diskussionen. So wie die Diskussionen inhaltlicher Natur sind, wie man zum Beispiel die Krise des Kapitalismus entsprechend ausnutzt, sie zuspitzt, die Menschen dafür gewinnt, eine andere Gesellschaftsordnung zu erkämpfen. Wenn darüber gestritten wird, dann ist das ein äußerst produktiver Streit. So, und die Leute, die ein Papier verfasst haben, für einen grundsätzlichen Wandel hier in Bayern, haben völlig recht. Und sie sind Leute, die aktiv sind in dieser Partei. Das sollte man zur Kenntnis nehmen. Es muss Schluss sein in dieser Partei mit irgendwelchen strömungsmäßig bedingten Ausgrenzungen, Abgrenzungen etc. pp. Und lieber Xaver, es war schön, wie du auch noch gesagt hast, am Schluss, wie du dir den Parteikader der Zukunft für den Wahlkampf bis zur Landtagswahl vorstellst. Du hast gesagt, wir brauchen disziplinierte Menschen mit guten Nerven. Da hast du ein bisschen recht, gute Nerven braucht man schon, wenn man in der Linken in Bayern mittut. So, aber ich denke, was wir nicht brauchen ist, sprich, eine Art von Kaderpartei, wie wir sie aus den stalinistischen Staaten des Ostblocks kannten, oder von sozialdemokratischen Strukturen. Nee, wir sind eine Partei, die ist plural und sie hat auch Platz für radikal-sozialistische Strömungen und für eine solche spreche ich hier. Um es kurz zu machen und zum Ende zu kommen, noch ein inhaltlicher Punkt. Ich war im Januar dieses Jahres auf der Siemens-Jahreshauptversammlung. Nicht, weil ich da Aktien habe, sondern ich besitze einen Presseausweis. Und wisst ihr, was da feststellbar ist? Die Leute hatten eine Rendite zu verzeichnen von 24,8%. Das ist das, was Herr Ackermann die ganze Zeit anstrebt, nämlich 25%. Und dann hatten die, nachdem es den normalen Geschäftsbericht gab, die ganze Zeit das Problem, zwei Tage lang, wir haben 4-5 Milliarden Euro zu viel. Was machen wir mit diesem Geld? Gehen wir in Brotspekulationen, in Maisspekulationen? Gibt es da nicht noch irgendeinen Staat, bei dem man Zinsen abkassieren könnte? Ich sage euch, Freunde, diese Gesellschaftsordnung, so wie sie existiert, ist nicht hinnehmbar. Und die Linke hat nur Zukunft als radikale sozialistische Opposition, die für die Arbeiter, für die Ausgebeuteten und Unterdrückten da ist. Danke.